Mein Name ist Klaus Völk, ich bin Geschäftsführer der Weberlice und mein Vortrag hatte ich jetzt in drei Teile unterteilt. Der erste Teil ist ein bisschen über Weberlice selber, was wir machen. Der zweite Teil ist dann ein Case von der Allianz, der ist ein bisschen älter, rund um A/B-Testing und Personalisierung. Und der dritte Teil ist dann ein Case der Swisscom. Der ist ein bisschen frischer und ein bisschen komplexer, deswegen stelle ich den hinten hin an. Weberlice, also wir sind eigentlich zwei Firmen. Eine ist in der Schweiz, wo wir seit 2010 bestehen. Ein kleines Foto mitgebracht von unserem Team. Wir sind nicht ganz so groß wie for you and your customers, aber relativ spezialisiert auf unsere Bereiche und wir sind aber auch hier in München tätig. Guten Auszug von unseren Kunden, das sind meistens wirklich so die größeren, die dann recht speziell schon in Richtung Web Analytics, Personalisierung oder dann Marketing Automation reingehen. Und es ist wirklich so, dass wir meistens erstmal mit Web Analytics beginnen, sagen wir, okay, was ist denn überhaupt an Daten da? Machen die Daten überhaupt Sinn? Oftmals ist es ja so, dass man jeden Kleinkrams quasi trackt und anschließend denkt, jetzt habe ich einen Haufen Daten, was mache ich denn damit? Ich kann sie ja gar nicht nutzen. Es ist ein riesen Aufwand, die quasi konsistent zu pflegen und dass die auch immer wieder kommen. Und dann kommen wir relativ schnell auf das Thema Personalisierung, Conversion Optimization. Weil das natürlich dann wirklich zielführend ist. Ich nutze Daten, um ein Ziel zu verfolgen und das heißt, das den Usern einfacher machen, den Besucher der Webseite oder dann wirklich, um die Abschlüsse zu treiben. Wenn das natürlich dann erreicht ist, dann kommt man so ein bisschen in ein Regelwerk rein. Marketing Automation, wo ich dann einfach gewisse Regeln für mich und meine Kunden erkenne, die ich dann einfach automatisiert immer wieder ablaufen lassen kann. Klassisch im E-Mail-Marketing, wo man es einsetzt. Ich erkenne, ein Kunde war jetzt fünfmal auf meiner Produktseite in den letzten zwei Tagen. Der hat sich immer wieder zwischen zwei Produkten hin und her bewegt. Jetzt kann ich ihm vielleicht ganz gezielt eine Offer per E-Mail schicken und dem, sagen wir, 5% Rabatt geben, wenn er in den nächsten zwei Tagen abschließt. Aber das ist jetzt nicht quasi eine Massen-E-Mail, sondern ganz gezielt nur auf diesen User. Und ich hatte vorher durch Personalization und durch Web Analytics habe ich die Daten, die Erkenntnisse, was funktioniert. Und jetzt baue ich da automatisierte Regeln auf. Vielleicht noch so ein bisschen kurz, was wir machen, ist wirklich dann so ein bisschen die Richtung Strategie. Wir helfen den Kunden sehr häufig bei der Implementierung dann den Technologien und dann natürlich hinten raus auch die Analyse und die Interpretation. Ich sag mal, das sind so die klassischen Bereiche, wo wir uns dann bewegen. Sagen wir erstmal natürlich mit den Leuten zu arbeiten. Ganz schnell entscheidet man sich für eine Technologie, man baut es ein und denkt sich dann, hoppala, das kennt sich gar keiner damit aus. Und das Enablement auch dann zu schaffen, den Leuten zu helfen, Schritt für Schritt. Wie nutze ich denn das Tool richtig? Auf was muss ich vielleicht ein bisschen achten? Was sind denn die Ziele überhaupt? Oftmals verliert man sich dann irgendwie so ein riesen Tools, dass man alles immer ausprobieren will und gar nicht weiß, für was man es eigentlich einsetzt. Auch Methoden dann natürlich aufbauen, Prozesse. Wie funktioniert was schneller? Wirklich auch einzusetzen. Oftmals ist dann ja auch Privacy ein Thema. Dann man trackt doch irgendwie doch wieder alles und denkt sich, das ist vielleicht gar nicht so rechtens, was wir da machen. Wir müssen da ein bisschen aufpassen. Die ganzen Daten gehen ja irgendwo in die Cloud, liegen dann in Amerika. Und das sollte man vielleicht ein bisschen drauf achten. Aber sehr häufig ist jetzt bei uns, dass wir eigentlich technologisch dann unterstützen, Implementation, Maintenance, Auswertung, Reporting, wo wir vorwärts gehen. Genau, jetzt versuche ich schnell da zu wechseln. Eben ein Beispiel, es ist ein bisschen älter, aber so ein bisschen, wie wir eigentlich an die Sachen A/B-Testing und dann Personalisierung meistens rangehen. Und damals bei der Allianz 24, haben wir eigentlich da ein recht schönes Beispiel generieren können und das darf ich natürlich auch teilen. Das war im ersten Schritt einfach so quasi, wie wir an das A/B-Testing allgemein rangegangen sind. Und im nächsten Schritt dann, man testet ja so hin und weiter und geht dann auch in die Segmente rein und merkt dann irgendwann mal, es ist dann doch recht vielseitig und recht groß. Ich schaffe das gar nicht mehr manuell zu betreuen. Ich brauche irgendwie Mechanismus oder Unterstützung, diese Masse an Daten zu managen. Und dann auch so ein bisschen, was wir dann natürlich auch den anderen mitgeben, die sich mit A/B-Testing befassen bzw. mit der Personalisierung dann sich stärker befassen wollen. Wie war die Ausgangslage?
ganz klassisch. Wir hatten eine SEA-Landingpage. Die hatten damals, weil sie recht schnell starten mussten, einfach den ganzen Traffic auf die Homepage geschickt. Und jetzt hatte man mit SEA-Pages, Landingpages aufgebaut, wo man ganz spezielle Themen antriggern wollte. Und unser Ziel war einfach nur eine Versicherung. Eine Autoversicherung muss relativ viele Daten eingeben zu Beginn. Also Fahrgestellnummer, Fahrzeugnummer, gibt es ja unheimlich viele Typen. Man muss Fahrzeughalter, Fahrer, also es sind über 30 Fragen, die man ausfüllen muss, den User überhaupt da mal reinzukriegen, damit er seinen persönlichen Preis bekommt. Also unterjährig war auch für uns das Ziel, die Leute, und so sah das damals aus, auf die Homepage, beziehungsweise dann durch diese ganzen Formulare durchzukriegen, dass er seinen persönlichen Preis sieht. Weiter wollten wir erstmal gar nicht gehen. Die Allianz 24 wirbt dann doch eher aus einer preislichen Perspektive. Die Allianz ist das Premium-Produkt und die Allianz 24, beziehungsweise jetzt heißt sie iSecur, ist der günstige Teil davon. Die Ausgangslage war so, wir hatten drei Landingpages kreiert und das Ganze als Baseline gegen die Homepage getestet. Ich gehe schnell vielleicht im Detail darüber, wie das aussah. Wir hatten einmal die Illustration, das war einfach so dieses Design, die sie damals ziemlich vorantrieben hatten. Alles wirklich nicht mit Fotos, sondern mit Illustrationen zu arbeiten. Eine klare Headline und eine Vorteilsargumentation, ein Call-to-Action-Button. Die zweite Variante war ein bisschen weniger Vorteilsargumenten. Hier anstatt mit Autoversicherung, mit Kfz-Versicherung zu werben. Das sind doch zwei Keywords, die da sehr stark sind. Die dritte Variante, das war so ein bisschen der CEO, der Markus Rille, der hat einfach mal gesagt, hey, schau mal, eine Allianz, das ist der Mercedes unter den Versicherungen. Da muss man nicht schön ein Bildchen malen, das erklärt man und dann schließen die Leute ab. Ich habe die Erfahrung, ich habe es schon 20 Jahre gemacht. Das läuft so. Unsere Baseline war damals so die Homepage, wie das Ganze aussieht. Ich würde gerne kurz von Ihnen ein Handzeichen haben, was Sie schätzen, welche Variante in dem Test am besten funktioniert hatte. Die Variante 1, die Variante 2. Oh, das ist eindeutig, ja. Wer denkt hier? Wer stimmt dem CEO zu? Oder die Homepage? Das war wirklich die Frau mit den vier Vorteilsargumenten. Ich meine, das ist heute eigentlich erwiesenermaßen, weniger ist mehr, klar, das Ganze fokussiert. Das war im Endeffekt, das war im Juli 2008, also ist wirklich alt, wo wir das Ganze getestet hatten. Aber wir hatten auch Segmente hinterlegt. Also es war die große Masse, aber wir haben jetzt nochmal unterteilt, welche Untersegmente gab es. Und was wir herausgefunden hatten, war zwischen 17 bis 20 Uhr, hatten wir einen viel höheren Effekt. Und dann fängt man natürlich an, sich zu überlegen, okay, was könnte denn da dahinter sein? Und sich dann auch die Fragen zu stellen. Und für uns ist dann relativ schnell klar geworden, Mensch, untertags hast du Studenten, Hausfrauen und Arbeitslose, die auf der Seite rumlaufen. Nach der Arbeit kommen die Leute heim und ja, kommen dann mit dem Auto heim, haben dann auch die ganzen, können die Fragen auch beantworten. Und können es auch ausfüllen und schließen dann auch eher an die Versicherung ab. Und was wir dann auch gemacht hatten, war das ganze Marketing dementsprechend einfach zu verschieben. Also nicht mehr untertags zu werben, sondern das Targeting und auch die ganzen SEA-Kampagnen hier abends zu schalten. Man arbeitet so dahin, man hat immer mehr solcher Segmente. Die Formulare, die geben ja doch recht viel raus. Ich weiß sofort, ist es ein Mann, ist es eine Frau, wie alt sind sie, woher kommen sie, welche Autos fahren sie. Man testet weiter und entwickelt das weiter. Und 30.11. ist ja so der entscheidende Tag. Bis dahin kann ich meine Kfz-Versicherung wechseln. Ich muss einen Monat vorher kündigen. Und dementsprechend steigt natürlich auch der Marketingdruck allgemein. Dann geht es natürlich auch darauf, das Ganze wirklich die Leute auf den Abschluss zu bringen. Unterjährig kommen die Leute, die sich ein neues Auto kaufen, die dürfen dann quasi mit dem Autokauf ja auch die Kfz-Versicherung wechseln. Und am Jahresende kommen tatsächlich die Wechsler, die nach einem guten Preis suchen oder einem anderen Produkt. Und das Ganze war begleitet mit dementsprechenden Kampagnen und wir hatten das Ganze auch weiterentwickelt. Nur sind wir dann tatsächlich auf den Abschluss gegangen.
Man muss auch wissen, dass man circa, also dass man in Q4, also nur in Q4 zwei Drittel der Abschlüsse macht und ein Drittel unterjährig. Das ist so, also das Jahresgeschäft ist wirklich nur auf dieses 30.11. ausgelegt. Wir haben das Ganze weiterentwickelt. Die ganze Kampagne war so ein bisschen lass die Luft aus den Preisen. Deswegen hatte ich so ein Mini gebaut, wo man dann mit einer Stecknadel draufgehen konnte und dann ging die Luft raus. Die Vorteilsargumentation, wir hatten dann noch ein bisschen weitergearbeitet mit Testimonials. Das heißt also wirklich Zeitschriften, die nochmal wirklich darstellen, dass die Versicherung so ganz gut ist. Da war auch wieder der CEO dagegen, der meinte, hey, das weiß doch jeder, dass wir gut sind. Wir brauchen doch da nicht irgendwelche Testimonials. Deswegen wieder so ein bisschen den Preisvergleich, ganz wichtig, die Allianz, die strebt auch an, dass ihr die Premium-Modelle zu versichern, also ein Fiat ist jetzt da, Fiat-Fahrer ist nicht ganz so begehrt, man will eher die BMW- und Mercedes-Fahrer und dann haben wir das dementsprechend dann auch so rausgerechnet, dass im Vergleich zu den Konkurrenten tatsächlich der günstigste Preis ist. Die Frau hat dann doch immer wieder Einzug gehalten bei dem Ganzen. Und wir hatten aber auch die Infopage ein bisschen weiterentwickelt. Sagt ja, vielleicht kann man es irgendwie kombinieren, ganz aufgeben wollten wir das ganze Thema nicht. Und ich sage nur zum Vergleich, die Baseline war damals auch wieder die Homepage, die damals so aussah. Ich würde das ganze Spiel gerne nochmal machen. Was schätzen Sie, welche Variante hat am besten funktioniert? Das Auto mit den Testimonials, der Preisvergleich, unsere illustrierte Dame, die Infopage oder die Homepage. Ich weiß nicht, ob Sie noch mal kurz Handzeichen geben können. Wer denkt die Nummer 1? 3, 4, 5, die 11. schon. Die Variante 2, 3, 4, die 3, war schon ein bisschen weniger. Wer sagt die Infopage? Oh, mutig, eine. Aber es kann ja auch die Homepage der Gewinner sein. Keiner? Die Infopage war der Winner. Für uns auch überraschend. Das Informationsbedürfnis, also diese Seite hat unterjährig nicht funktioniert. Wir haben das im Januar, dann Februar, wir haben es immer weiter testet. Aber sobald es in diese Region Oktober, November reinkam, waren andere User auf der Webseite. Das heißt, anderes Informationsbedürfnis war hier vorhanden. Die Schwierigkeit bei dem Ganzen war dann aber, wir haben jetzt sehr viele Segmente aufgebaut und man muss natürlich auch wissen, wir hatten zum Beispiel einen Beitrag auf Wieso, 20.30 Uhr ZDF, wo die Allianz 24 empfohlen worden ist. 5 Minuten später hat man den zehnfachen Traffic auf der Seite, die Server, die rauchen, weil die Leute natürlich nachschauen, was ist denn da drauf. Und diese Truppe, die Leute sind komplett anders gebrieft als ein regulärer User auf der Seite. Das heißt also, alle Segmente, die man angelegt hatte, beziehungsweise die ganzen Erkenntnisse, wo man bis diesem Punkt eigentlich generiert hatte, sind eigentlich zunichte, weil die User anders gebrieft sind und sich anders verhalten. Und war ganz gut, dass eben das Tool, was ich da eingesetzt hatte, das Adobe Target, so eine Art Selbstoptimierungsmechanismus hat, wo selber anhand der Segmente erkennt, das ändert sich und peu à peu auch den Traffic dahin shiftet und verändert. Das hätten wir manuell nie geschafft, also da selber reingehen und dann schnell den Traffic dementsprechend anders schichten oder die andere Varianten ausspielen, das kriegt man nicht hin. Und was wir damit generiert hatten war, also die Infofrau war mit 30%, und zwar wirklich auf Conversions, wir haben Abschlüsse gemessen, war tatsächlich die beste Variante. Wohingegen aber beispielsweise für das Keyword Versicherung, und das ist sehr generell, die am schlechtesten funktioniert hatte, sondern die Homepage war da die beste Variante. Weil die Ausgangslage des Kunden natürlich, wenn ich einfach nur nach einer Versicherung suche und ich einfach mal wissen will, was ist denn überhaupt die Allianz 24 und da sich ein bisschen rumklicken können, erstmal informieren und dann in den Verkaufsprozess reingehen können, besser klappt, als wenn man den auf so eine relativ starre Info-Landing-Page und dann gleich den Abschlussbereich reinschiebt. Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Ja. Fürs Verständnis jetzt, also der Kunde ist dann nochmal jetzt am Desktop und wann entscheidet der, wo er landet? Also, weil das macht das Tool.
Das macht das Tool. Anhand der, also wir haben Segmente aufgebaut, zum Beispiel Segmente anhand Informationen, behavior-based, wie der Kunde reinkommt. Ist es ein Mac-User? Welche Uhrzeit? Welches Keyword hat er voreingegeben? Welchen Traffic-Kanal hat er genutzt? War er schon mal da, Returning Visitor? Ist ein Bestandskunde? Und da baut man wirklich ein Schema da auf von vielen, vielen Segmenten. Und sobald er die auf die Seite kommt, kann ich ja anhand dieses Segments, kann ich ihm das Segment sofort zuordnen und das Tool entscheidet dann, ah, für dieses Segment funktioniert diese Landingpage am besten. Und spielt diese natürlich aus. Jetzt kann es natürlich sein, also dann mit 90% entscheidet das Tool quasi, für 90% des Traffic entscheidet das Tool, welche Variante jetzt für dieses Segment aktuell am besten funktioniert. Und mit 10% werden einfach alle Varianten immer wieder durchgetestet. Also ganz unabhängig, welches Segment er hat und was für ihn am besten funktioniert, spielt er ganz spontan eine andere Seite für ihn aus und überprüft, ob quasi die Erkenntnisse immer noch Bestand haben oder ob jetzt sich die Conversion Rate wieder ändert. Wie jetzt zum Beispiel mit diesem Wieso-Case, wo einfach die Fernsehzuschauer auf einen Schlag daher kamen und das passt jetzt irgendwie nicht mehr. Und deswegen jetzt war zum Beispiel für dieses Segment Versicherung, das Keyword Versicherung gesucht hatten und war die Homepage die wesentlich bessere Variante. Und gerade Tage, das heißt, die haben zur Laufzeit die Segmente verändert, korrekt? Wir haben die vorher definiert. Also das war ja nur ein kurzer Zeitraum. Wir haben das vorher schon festgelegt, die Segmente, haben die dann ins Tool eingegeben und haben natürlich auch dann die Landingpages dementsprechend vordefiniert und das Tool machen lassen. Wir haben das immer überprüft, was ist dahinter. Und gegebenenfalls halt Justierungen vorgenommen. Also das war zu der Zeit, war es fix, aber wo wir dann übergegangen sind, wir haben einfach immer Kampagnen generiert, quasi diese Kampagnen-Landing-Pages eingepflegt und haben geschaut, was funktioniert am besten, die unterste, die schlechteste Variante wieder rausgenommen und oben wieder was Neues eingefüllt. Das merkt man auch über die Zeit, das verändert sich, das User-Verhalten, es gibt gewisse Hypes, es gibt Veränderungen, die Browser, der Safari ist ab und zu ganz kritisch. Ja, auf einen Schlag, wenn Third-Party-Cookies nicht mehr akzeptiert, da muss ich mir irgendwas überlegen. Ich muss dann die Variante noch dazu schieben. Und so haben wir da quasi dann das Ganze weiterentwickelt. Also quasi immer Designs oder Vorschläge reinkippt und das Tool hat dann geschaut, okay, was am besten funktioniert und das Schlechteste immer wieder rausgenommen und dann halt wieder oben was reinkippt. Und so damit gearbeitet. Zu dem Zeitpunkt war es aber starr, weil einfach der Zeitraum recht eng ist. Und was wir geschafft hatten, war dann eben durch das, dass wir jetzt nicht nur uns auf eine fokussiert hatten, auf eine Landingpage, sondern geschaut haben, für welches Segment, welche Landingpage am besten funktioniert, haben wir natürlich einen Kombinations- und Hebeleffekt bekommen von sogar 42%. Also es war eine recht schöne Success-Story, die wir da geschafft hatten. Ich muss ehrlicherweise dazu sagen, es gibt, also ich würde mal sagen, einer von drei Tests hat wirklich einen schönen großen Lift. Die meisten, oftmals geht man einfach zu zaghaft hin in diese A/B-Tests, sieht gar nichts oder es läuft sogar schlechter. Das ist natürlich make failures early, das ist so ein bisschen die Devise. Ich sehe das kritisch, wenn man ein Segment vorher fest definiert. Also das ist die klassische Herangehensweise im Advertising Online. Ja, klar, kann man auch viel erreichen. Es gibt absolut die Use Cases, wo man heute Conversion Arbeit machen kann, aber sobald ich so extrem volatile Nutzergruppen habe, die sind das saisonal bedingt oder wie auch immer die Bedingung dafür ist. Und da muss ich mich da anpassen und da kann ich nun Algorithmen und dynamischen Segmenten nachsteuern. Und versuchen, mich das anzupassen. Ich sehe da also eine gewisse Verlustleistung und häufig auch das Unternehmen wie eine Allianz sich da nicht dahinter klemmen und zu sagen, das würden wir gerne umsetzen. Dazu müssten sie aber eine gewisse Dynamik auch auf die Seite bringen, auf die Architektur. Ja. Ja, ja, also wie gesagt, man ist dann relativ schnell eben in sehr, sehr kleinen Segmenten oder dann im One-to-One, wo man wirklich sagt, für das Individuum, was ist jetzt für ihn das Beste? Aber man merkt auch bei diesen ganzen Großen, man denkt, die haben riesen Budgets, die schaffen das von den Ressourcen nicht. Den wechselt wieder, wenn jemand gut ist, der ist ein Jahr da, dann ist der wieder weg. Know-how, away, und dann fängt man wieder von neuem an. Das ist so ein bisschen... Also da gebe ich Ihnen total recht. Also wenn Sie das intern schaffen, da auf solche kleinen Bereiche schon so weit vorgeschritten zu sein, dass man wirklich so weit das dynamisch auch, man muss es ja auch den Leuten wieder erklären. Also was oftmals passiert ist, wenn
wenn man vermerkt, dass ein relativ großer Gap zwischen Know-how und Technologie, was sie einsetzen, und man macht dann irgendwie fancy Sachen, dann ist man so ein bisschen der Zauberer und irgendwann fangen die Leute an, das Ganze zu hinterfragen. Sag ich, hey, du verkaufst uns da ja irgendwas und kannst es gar nicht erklären, was da passiert. Und dann ist man auch relativ schnell wieder draußen und sagt, ja, lass den mal machen, den sowieso versteht keiner. Das ist so ein bisschen, glaube ich, der Trade-off und die Schwierigkeit. Das mal so ein bisschen jetzt Richtung A/B-Testing. Das ist ja schon so eine Art segmentiertes Personalisieren. Und ich habe jetzt noch einen zweiten Case dabei von der Swisscom, wo wir noch einen Schritt weiter gegangen sind. Genau, also Swisscom in Deutschland kennt man sie ja nicht, aber es ist im Endeffekt so der größte Telekommunikationsdienstleister in der Schweiz. Die Eidgenossenschaft hat 55% der Anteile, also man kann auch sagen, es ist eigentlich fast ein Staatsbetrieb. Und da machen wir eigentlich recht viel Richtung A/B-Testing und Personalisierung. Die Ausgangslage war so, dass die Mehrheit der Besucher auf Swisscom sind wirklich Bestandskunden. Das sehen wir einfach, man geht rein, prüft seine Rechnung, schaut mal nach, was es an neuen Produkten gibt. Und wir haben da recht hohes Login-Potenzial. Aber das ganze Portal ist eigentlich darauf ausgerichtet, neue Kunden zu generieren. Es gibt eigentlich nur wenig Inhalte, wo wir versuchen, dass wir auch die Bedürfnisse des Neukunden unterstützen. Und das Ziel war da, dass wir Inhalte, relevante Inhalte auf die Seite bringen, die sowohl eben den Bestandskunden als auch den Neukunden unterstützen. Und das Ziel war so ein bisschen, was kann ich natürlich dem Bestandskunden anbieten, ist einfach ja, das Anliegen noch schneller und einfacher zu lösen. Nur so von den Zahlen, also wir haben jetzt ca. 1,8 Millionen Visits auf dem Portal pro Monat und sind ca. 360.000 Logins, die da quasi im Kundencenter stattfinden. Und unsere Lösungsidee war, können wir vielleicht die Self-Care Use Cases schon ein bisschen weiter nach vorne schieben, sodass er sich vielleicht gar nicht einloggen muss oder vielleicht erst ewig eine Navigationsleiste nach dem Bereich suchen muss, was für ihn jetzt relevant ist, um auch das Ziel zu erreichen. Das passiert relativ schnell. Man findet die Sache nicht auf der Webseite und ruft dann einfach an. Also passiert mir selber auch. Klick mal rum und dann Fehler, hey, komm, Telefon raus, zack, angerufen und dann habe ich die Lösung. Aber das will man natürlich als Telekommunikationsdienstleister nur bedingt, weil dadurch entstehen einfach die Kosten im Callcenter. Und ich sage mal, Kosten für Human Resources in der Schweiz allgemein fast doppelt so hoch wie in Deutschland. Das heißt, man will möglichst versuchen, diese Kostenquote zu verringern. Und die Leute sollen lieber Self-Care machen, sich selber verwalten und um da diese Average Handling Time von den Callcentern runterzukriegen. Was wir dann generiert hatten, war auf der Homepage so einen kleinen Blog, wo wir genau die wichtigsten Cases personalisiert angezeigt haben. Um die Leute nicht ewig erst rumsuchen zu lassen oder ein Login zu machen, sondern gleich versuchen, wie kann ich das unterstützen, wie kann ich das einfacher machen für die Bestandskunden. Und wie wir vorgegangen sind, war wirklich erstmal mit A/B-Tests. Erstmal keine Quicklinks, dann sogenannten Quicklinks und anschließend das natürlich auch optisch dann ein bisschen angepasst und das auch jeweils verändert. Aber, ja. Frage stellen, auf der Seite vorher, ist der User in dem Fall schon eingeloggt, oder? Sowohl das auch. Also wir haben einen relativ großen Anteil, die sind immer schon eingeloggt. Die haben über ein Jahr ein Login, das heißt, man loggt sich einmal ein und man bleibt eingeloggt. Das heißt, im nächsten Monat, wenn er kommt und seine Rechnung wieder prüft, dann hat man die Informationen schon. Genau. Aber nicht für alle. Warum geht man dann nicht so weit, dass man überhaupt noch neue Kundenthemen adressiert und nicht direkt in Bestandskundenportal hängt? Weil teilweise ein Bestandskunde ja auch sich vielleicht für das neue iPhone interessiert. Das heißt, man hat immer so ein bisschen ein Trade-off. Also einerseits will ich ihm ja auch irgendwas on top verkaufen oder ich sag mal das neue iPhone X. Ich weiß, er hat schon ein iPhone, dann kann ich ihm ein iPhone X natürlich verkaufen.
Dann würde ich ja eigentlich nicht nur einen kompletten in so einen kleinen Block reinbauen, sondern dann würde ich ja über ein komplett neues User-Interface nachdenken. Ja, ja. Und das ist natürlich dann wieder das klassische Silo-Denken, und das haben wir vorhin auch schon diskutiert. Jetzt hat man natürlich die Schwierigkeit, jetzt habe ich da Kampagnen und Produktmanager, die vielleicht jetzt gerade zum Ziel haben, diesen blöden Kopfhörer, der muss jetzt verkauft werden im nächsten Monat. Und da kämpft man dann jeden Monat, ja, darf ich da jetzt die Kopfhörer oder darf ich das iPhone X anbieten? Oder noch irgendwie ein Abo. Das ist recht vielfältig. Ja, bei TV, also einerseits habe ich natürlich solche schönen Gimmicks, Accessories, die ich verkaufen will. Andererseits natürlich ein TV-Abo, ein Mobile-Abo, komplette Packages. Ja, das war so ein bisschen, also ja, ja, wäre eine schöne Welt. Und aber wir waren schon froh, dass wir die Position da bekommen hatten, für da reinzugehen. Genau, und was wir dann eben gemacht haben, war eben Richtung Personalisierung. Das heißt, ich habe natürlich einen sehr großen Anteil, da habe ich sehr, sehr wenig oder gar keine Informationen. Ich sehe nur, schwupp, er ist da, er kam von Google. Vielleicht noch ein MacBook-User. Das war's. Da gehe ich natürlich davon aus, es ist wahrscheinlich tendenziell eher Neukunde oder jemand, der noch gar nicht auf der Webseite war. Auf den haben wir natürlich andere Inhalte und Cases dargestellt, wie zum Beispiel hier schlaue Funktionen oder Kursangebote, als natürlich dann Bestandskunden. Die nächste Stufe war so ein bisschen die authentifiziert. Das heißt, er war nicht eingeloggt, aber wir haben durch die Bewegungen über die Webseite schon relativ viele Informationen über den User gehabt und konnten dahingehend eben natürlich Empfehlungen für die Cases dann jeweils machen. Und natürlich dann die Identifizierten, das waren dann die Login-User, Bestandskunden, da wussten wir ganz genau, welche Produkte er hat und konnten on top auf diese Produkte natürlich dann eben Empfehlungen machen. Und was wir dann noch gemacht hatten, Mobile ist so ein bisschen ein recht wichtiges Thema natürlich für einen Telekommunikationsanbieter, dass wir spezifisch für sein Mobile-Phone, das kann man sofort identifizieren, dann natürlich auch die Hilfestellungen und dann Cross-Selling, Upselling-Cases dann dargestellt hatten. Jetzt in dem Fall war natürlich das Ziel, eben schneller an seine Bedürfnisse zu kommen. Das heißt, ich sag mal, iPhone X, wie kann ich da jetzt meinen Kopfhörer anschließen? Das neue iPhone X, das war ja beim 8er auch schon, ich brauche immer so ein Adapterkabel dafür. Und wenn man ein bisschen älter ist, dann braucht man eine gewisse Hilfe dafür. Das war so ein bisschen ein Aufbau. Wir haben einerseits die User-Daten dann einfach hergenommen aus dem CM, das aufgebaut, Segmentierung und die dann für die Ausspielung jeweils verwendet. Und der Uplift, und hier war es ja wirklich so, das war dann im Endeffekt der Vergleich. Der Case war ja da auf der Webseite, der war aber nicht natürlich so offensichtlich nach vorne geschoben. Und jetzt haben wir das wirklich plakativ von hin gebracht. Und also beispielsweise jetzt für dieses Natel-Abo verlängern, das heißt einfach nur das Mobile-Abo verlängern, waren über 800% mehr Klicks, wenn wir das auf die Homepage gebracht hatten. Und das ist jetzt natürlich für die jeweiligen Cases, dieser Lift, also wenn man diesen Case nicht irgendwo tief lässt, sondern den wirklich nach vorne hebt, merkt man auch, die User nehmen das an und gehen da auch drauf. Und was wir auch festgestellt hatten, ist, besonders die Bestandskunden, die haben das eigentlich honoriert. Das heißt, wir haben nicht für die unbekannten User eigentlich diesen höhere Conversion Rate oder eine höhere Click Rate erzeugt, sondern speziell jetzt für die Bestandskunden, die da das noch stärker angenommen hatten als die nicht bekannten User. Ja, vielleicht noch so ein paar Learnings. Ich glaube, jeder hat so ein bisschen seine Big Data, die gesammelten Daten sind da. Jeder hat wahrscheinlich die dementsprechenden Tools und so eine Empfehlung ist da wirklich auch zu versuchen, das nach vorne zu heben, wirklich ins Design reinzunehmen und zu überlegen, wie kann ich die Use Cases da generieren und einsetzen. Teilweise sind es wirklich nur Kleinigkeiten, also oftmals Kunden, wir haben jetzt wieder einen, ja, wir machen jetzt Personalisierung, großes Projekt. Und wir wollen jetzt alles hypermodern und schnell und flexibel machen. Und da weiß man schon von Anfang an, das wird in die Hose gehen, weil erstmal alle mitsprechen, riesen Budgets da ist. Das heißt, man kauft gleich wieder zwei neue Tools mit ein. Und am Ende des Tages verliert man sich.
Es ist doch eigentlich wesentlich einfacher, mit kleinen Schritten anzufangen, iterativ, dass man, was geht überhaupt, und so peu à peu dann die Leute auch mitzunehmen, an die Hand zu nehmen, komm, jetzt machen wir den nächsten Schritt, jetzt machen wir den nächsten Schritt, und eben sich dann anhand der Backlog vorwärts zu arbeiten. Und damit natürlich auch das Know-how aufzubauen. Wie schon gesagt, das ist so ein bisschen die Gefahr immer, oder was wir relativ häufig sehen, ist, Riesending, viele Leute, zwei Leute kennen sich wirklich damit aus, die sind dann nach einem Jahr schon wieder woanders, weil es einfach schon wieder langweilig ist, und die anderen, die bleiben stehen und ja, sagen sich so einen blöden Käse, nur Arbeit, und keiner kann die Success Stories damit liefern. Und deswegen so ein bisschen, ja, Tipp, kleine Schritte, einfache Sachen, erstmal vorwärts gehen und so peu à peu das Ganze reinnehmen. Genau. Das soweit zu Webalize.